Bei gutem Wetter ist am Freitag eine partielle Sonnenfinsternis zu bestaunen. Die Menschen hier in der Region fragen sich allerdings, wo bekommen sie noch diese Schutzbrillen her, die das Augenlicht schützen? Denn bei den Optikern hier in der Region sind die längst ausverkauft. Bei eBay werden sie schon für Preise um die 100 Euro gehandelt. Aber zum Glück haben wir hier in der IT-Abteilung einen Kollegen, der eine nette Erfindung gemacht hat. Wie sind Sie auf die Idee gekommen mit der Erfindung? Ja, das Problem war, dass die Erzieherinnen und Erzieher des Heilbronner Waldkindergartens verzweifelt nach so vielen Brillen für die Kinder geschaut haben. Nirgends waren welche aufzutreiben und ich hatte heute Morgen ein bisschen Zeit. Ich habe mal geschaut, was gibt es denn schon und was gibt das Internet so her an Empfehlungen. Vieles davon grenzt an gefährlichen Unfug. Ich habe mir was ausgedacht, was absolut sicher ist, da kann nicht viel passieren. Basiert auf dem Prinzip der Lochkamera. Und ich habe heute Morgen dann auch eine kleine Anleitung dafür gebaut, die für jeden, der Chips mag, nachzubauen ist. Und was es genau mit der Erfindung auf sich hat, das schauen wir uns jetzt an. Wir benötigen vor allem eine Chipsrolle, ein weißes Blatt Papier und einige Utensilien aus dem Haushalt. Wir markieren den Mittelpunkt der Chipsdose, stabilisieren den Boden mit einem Holzklotz, körnen die Mitte an und bohren die Öffnung der Lochkamera. Wir benötigen eine Pappscheibe mit knapp dem Durchmesser der Dose. Die Pappscheibe wird in den Deckel geklebt. Dann benötigen wir einen Ausschnitt aus der Chipsdose, ungefähr 6 cm tief, 4 cm breit, und brauchen einen 20 cm langen Streifen schwarzer Pappe, um das Licht im Tubus etwas zu dämpfen. Der Deckel mit der Projektionsfläche wird aufgesetzt und mit zwei Klebestreifen fixiert. Und schon haben wir ein fertiges Chipsoskop für die Sonnenfinsternis.